Handscharfscheren gibt es schon seit Jahrhunderten und sie finden immer noch gute Anwendung auf so manchem Hof. Nur müssen sie richtig scharf sein. Wenn man sie sich mal richtig anschaut, kann man sehen, dass jede Scherenhälfte leicht gebogen ist. Im Querschnitt sieht das so aus. Sie sind auf einer Seite gewölbt, aber fügen sich gut an eine ebene Oberfläche an. Das ist wichtig für die Zusammenarbeit der beiden Scherenhälften. Diese gleiten übereinander hinweg und die scharfe Schneidefläche liegt eng an der anderen Scherenhälfte an. Es sollte kein Zwischenraum zwischen den beiden Scherenhälften sein, wenn die Schere zu ist. Ja, und wie schärft man eine solche Schere? Am besten, man fängt mit den beiden Seiten an, die zur Wolle hin zeigen. Man muss diese Seiten eigentlich nur so schärfen, dass sie ihre korrekte Form beibehalten. Dafür verwendet man am besten einen feinen Schleifstein oder sehr feines Schleifpapier, das man um ein flaches Stück Holz wickelt. Die Schere in einer Schraubzwinge fixieren und die beiden Scherenhälften mit einem Keil offen halten. Dann mit dem Schleifstein oder Schleifpapier in gleichmäßigen Zügen entlang der scharfen Kante arbeiten. Wenn man einen Schleifstein benutzt, zuerst ein bisschen Öl auf den Stein sprühen. Man kann sehen, wie die Kante geschärft wird, wenn sie metallisch zu glänzen beginnt. Der Stein muss aber im richtigen Winkel zur Schneidekante benutzt werden. Wenn man den Stein im Winkel zu weit nach unten benutzt, schärft er nicht richtig. Zu weit nach oben nutzt er die Schneidekante ab. Den Stein leicht im richtigen Winkel über die Schneidefläche ziehen. Dann die Schere umdrehen, damit die andere Scherenhälfte bearbeitet werden kann. Die meisten von euch wissen dies wahrscheinlich alles schon, aber der nächste Schritt ist genauso wichtig. Zuerst muss man dafür die obere Scherenhälfte über die untere schieben, sodass sie verkehrt herum aneinander liegen. So kann man sie fest greifen, damit man richtig an ihnen arbeiten kann. So wird die untere Kante geschärft, und zwar indem man sie fest gegen den Schleifstein drückt. Dabei sollten beide Seiten dieser Scherenhälfte den Stein berühren. Wenn beide Schneidekanten zu glänzen beginnen, weiß man, dass man es richtig macht. Und dann die andere Seite der Schere. So wird der Schneidewinkel der beiden Scherenhälften geschärft. Dieser nutzt sich aber recht schnell beim Gebrauch ab. Es hilft, wenn man nach jedem Schaf kurz wieder mit dem Schleifstein drüber geht. Das dauert nur ein paar Sekunden und sie wird wieder richtig scharf. Ein bisschen Öl schützt vor Rost. Und jetzt kann man so allerlei damit schnippschnapp schneiden. Tuch, Plastik, Pappe, Finger, und natürlich Wolle. Und das bringt uns auch schon zu unserem Schertipp. Immer nur eine Scherenhälfte in die Wolle schieben, dann die Schere schließen und schnipp. Take a piece of wool and then cut through. I'm trying to get that from the side. So you slide the point in parallel with the skin. And then close up the shears. Looking good. Is that the hairstyle you had in mind, Maisie? Did we get it right? Everybody's wearing it this season. I think I'm next with a haircut, Tim. What do you think? Yeah. Maybe.